Bundesarbeitsministerium bestätigt keine Inflationsausgleichsprämie für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich steige ohne lange Vorrede in den Schriftverkehr des Bundesarbeitsministeriums ein und zeige Ihnen einfach mal, was das Bundesarbeitsministerium hier auf Anfrage eines Kunden geschrieben hat. Und zwar hat der Bundesarbeitsminister, hat also praktisch hier die Herr oder Frau Fichtner geschrieben im Namen des Bundesarbeitsministers, ich mache das vielleicht mal noch ein bisschen größer, genau, im Namen des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil danke ich Ihnen für Ihre Eingabe vom 10. Juli 2023. Leider kann ich Ihnen heute erst antworten und so weiter. Unser Kunde möchte eigentlich wissen, ob er eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bekommt und hat auch die Erwartung, dass ihm das zustehen sollte. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sagt dann dazu Folgendes. Der Gesetzgeber hat allen Arbeitgebern die Möglichkeit eröffnet, ihren Beschäftigten im Zeitraum vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Das ist bekannt. Die Inflationsausgleichsprämie ist im Zusammenhang mit Preissteigerungen eine zeitlich beschränkte freiwillige Leistung des Arbeitgebers, die dieser zusätzlich zum Arbeitslohn gewähren kann. Da wissen wir auch, dass viele Arbeitgeber halt das auch tatsächlich machen. Aber es ist eine freiwillige Leistung. Und für Rentnerinnen und Rentner, so sagt das Bundesarbeitsministerium, gab es ja in diesem Jahr 2023 eine Rentenanpassung und eine weitere Zahlung ist nicht vorgesehen. Ihre Renten wurden in diesem Jahr zusätzlich, also regulär angehoben. Die jährliche Rentenanpassung orientiert sich entsprechend dem Prinzip der Lohn- und Beitragsbezogenheit. Hier haben wir es grundsätzlich an der Lohnentwicklung der Beschäftigten zum Vorjahr. Zum 1. Juli 2023 wurden die gesetzlichen Renten um 4,39% im Westen und im Osten 5,86% angehoben. Über die Lohnentwicklung hinausgehende Erhöhung der Renten, wie zum Beispiel eine Inflationsausgleichsprämie für Rentner und Rentner, würde bedeuten, dass die Rentnerinnen und Rentner anders als viele beitragszahlende Beschäftigte in diesem Jahr zwei Leistungserhöhungen erhalten würden. Sie müssten im Übrigen von den Beschäftigten durch höhere Beiträge finanziert werden und können auch daher nicht in Aussicht gestellt werden. Im Gegensatz dazu erläutert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass es eben für Pensionäre des Bundes, hierfür ist ja die Bundesministerin des Inneren zuständig, einen entsprechenden, mit der Übernahme des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst, eine entsprechende Inflationsausgleichsprämie, nicht in Höhe von 3.000 Euro, aber in Höhe von über 2.000 Euro hier festgelegt worden ist. Und diese Erhöhung und diese Inflationsausgleichsprämie werden dann ab September 2023 gezahlt. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gedreht. Und dann wird halt eben noch begründet, aufgrund der alimentorischen Grundsätze der Beamtenversorgung wird das wiederum anteilig, das heißt unter Berücksichtigung des jeweiligen Ruhegehalts und Anteilssätze auch auf die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übertragen. Ja, hierdurch profitieren im Jahr 2023 auch Versorgungsempfängerinnen und Empfänger von der Ausgleichsprämie. Meine Damen und Herren, es ist schon ziemlich interessant, wie hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Hier wird zum Beispiel gesagt, dass Rentnerinnen und Rentner anders als viele beitragsfrei zahlende Beschäftigte in diesem Jahr zwei Leistungserhöhungen erhalten würden, wenn sie die Inflationsprämie noch bekommen würden. Ja, meine Damen und Herren, aber es gibt so viele Tarifabschlüsse in Deutschland, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine tarifliche Erhöhung des Lohnes bekommen haben und gleichzeitig die Inflationsausgleichsprämie. Des Weiteren bekommen Pensionäre die Inflationsausgleichsprämie gezahlt, obwohl Pensionäre schon deutlich höhere Renten haben, wie zum Beispiel der normale gesetzliche Rentner. Auch das ist wiederum ein Problem. Und was hier dieses Schreiben tatsächlich auch vermeidet zu informieren ist, dass eben auch Bundesminister und auch der Bundeskanzler diese Inflationsausgleichsprämie bekommen werden. Und die Sauerei bei der ganzen Maßnahme ist,
dass der Steuerzahler, unter anderem auch der Rentner, der Steuern zahlen muss, diese Inflationsausgleichsprämie über seine Einkommensteuer mitfinanzieren muss. Denn woher nimmt denn eigentlich die Bundesinnenministerin als Arbeitgeberin für viele hunderttausende Bundesbeamte eigentlich das Geld, damit sie denen die Pensionen, die Inflationsausgleichsprämie und auch die Löhne und Gehälter zahlen kann? Natürlich nicht aus beitragspflichtigen Einkommen, wie es zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner gezahlt haben oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die später eine Rente bekommen, sondern aus dem Steueraufkommen. Und das Steueraufkommen kommt von uns. Das heißt also von uns zusammen, von uns zusammen. Und deshalb sage ich ganz einfach, das ist eine Begründung, die ist in sich aus meiner Sicht nicht konsistent. Sie ist, so wie ich das jetzt hier lese, wenn man zum Beispiel auch die Begründung sich anschaut von dem Bundesministerium für Innern, da habe ich auch welche vorliegen, scheint das irgendwie abgestimmt zu sein. Das ist alles derselbe Sachverhalt, dieselben Begründungsansätze. Da ist also im Grunde genommen hier nichts Neues drin. Also ich bin der Meinung, dass Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auch eine Inflationsausgleichsprämie bekommen müssten. Ja, vielleicht nicht in Höhe von 3.000 Euro, aber irgendwie einen Ausgleich dafür, dass es so eine hohe Inflation gibt. Denn eines ist auch klar, die Rentenerhöhungen, die wir bekommen haben dieses Jahr, die decken bei weitem nicht die inflationsbedingten Kosten ab. Da muss man einfach auch mal sagen, dass wenn ich jetzt nur alleine die Inflationsausgleichsprämie für Pensionäre nehme und ich setze die ins Verhältnis zu dem, wenn man das jetzt als Erhöhung sehen würde der Pensionen und setze das ins Verhältnis zu dem, was Rentnerinnen und Rentner hier bekommen haben, da habe ich schon ein gewaltiges Problem damit, dass man dann hier dazu kommen müsste, dass die Rentnerinnen und Rentner aufgrund der doch so üppigen Rentenerhöhung im Jahr 2023 ausreichend gut bedient worden sind. Meine Damen und Herren, ich finde, die Inflationsausgleichsprämie sollte an alle gezahlt werden. Geld ist genug in Deutschland da. Also, meine Damen und Herren, Politik, tun Sie etwas für die Rentnerinnen und Rentner hier in Deutschland und stecken Sie sich das Geld bitte nicht nur für sich selbst in Ihre eigene Tasche. Das haben wir nämlich jetzt alle mitbekommen und es ist eine Frage der Gerechtigkeit und nicht eine Frage von hochtrabenden juristischen Erklärungen, warum eine Inflationsausgleichsprämie nicht möglich wäre. Was ich aber nicht möchte ist, meine Damen und Herren, dass hier Berufsgruppen oder Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Das heißt also, ich möchte nicht, dass Pensionäre, denen die Inflationsausgleichsprämie sicherlich zusteht, gegenüber den Rentnern ausgespielt werden oder Bürgergeldempfänger, wie es ein, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, in einem Video ein YouTuber da erklärt hat, dass also aufgrund, dass die Bürgergeldempfänger sozusagen dafür verantwortlich seien, dass Rentnerinnen und Rentner in Deutschland keine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Das halte ich schlichtweg für fragwürdig und auch für eine Riesenschweinerei. Deshalb, wir sitzen alle in einem Boot und deshalb fordere ich Inflationsausgleichsprämie für alle Rentnerinnen und Rentner. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.